ist vollkommen demoralisiert. Sie wird sich wieder fangen, sobald sie den Schock überwunden hat. Von welchem Schock sprichst du denn? Dass du sie kurz vor dem Traualtar hast sitzen lassen? Nein, ich meine... Oder meinst du den Schock, dass du sie gedemütigt hast? Inge, bitte. Oder der Schock, dass sie im Koma lag? Inge. Oder sprechen wir hier von dem Schock, dass Katharina durch das Verschulden ihres Ex-Verlobten blind geworden ist? Inge, so kommen wir... Du hast sie so aufgeregt, dass sie vom Pferd gestürzt ist. Das bringt doch jetzt wirklich nichts. Da geht es hier nur um den Schock, dass hier eine gefährliche Gehirnoperation bevorsteht. Jetzt lass uns bitte vernünftig darüber... Wie viele Schocks, Alexander, kann ein Mensch ertragen, bevor er aufgibt? Bitte, sag mir das. Was soll ich denn machen? Du sollst Katharina davon überzeugen, dass sie der Operation zustimmt. Ich? Ich bin der Letzte, auf den sie hört. Das ist ganz allein dein Problem, mein Lieber. Es ist doch nur verständlich, dass sie jetzt Angst hat. Ja, sicher. Aber es ist deine Aufgabe, ihr die Angst zu nehmen. Wie soll mir das gelingen, ausgerechnet mir? Es ist dir gelungen, meine Tochter unglücklich zu machen. Es ist dir sogar gelungen, uns vor der ganzen Welt zu blamieren. Ich bitte dich, Inge. Deine Anschuldigungen helfen Katharina keinen Schritt weiter. Ich weiß. Aber vielleicht verhelfen sie dir zu der Erkenntnis, dass es deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist, Katharina in diesen schweren Stunden beizustehen. Genau das versuche ich. Sehr gut. Ich bin mir nämlich sicher, dass alle hier von dir erwarten, dass du Katharina von dieser Operation überzeugst. Die jungen Künstler sind außergewöhnlich, wirklich. Ich wünschte, du könntest sie sehen. Ich kann aber nicht sehen, Alexander. Entschuldige, ich wollte dich nicht verletzen. Das passiert dir doch ständig. Ist doch gleichgültig, ob du das willst oder nicht. Die Ärzte haben gesagt, dass du auf eigenen Wunsch entlassen werden möchtest. Blind herumliegen kann ich auch woanders. Ja, und die Operation? Du musst doch auf die Operation vorbereitet werden. Ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt. Das solltest du aber. Ja, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Ich kann mich zu diesem Eingriff nicht durchringen. Hey, bitte. Der Künstler hat angerufen vorhin. So? Ja. Was wollte er denn? Er wollte wissen, ob die Bilder angekommen sind. Und er wollte deine Meinung hören. Sag ihm doch einfach, dass die Bilder sehr gut sind. Katharina, du musst operiert werden. Ich weiß, aber... Ich habe so schreckliche Angst davor. Das kann ich doch verstehen. Ich muss dauernd dran denken, was Professor Meixner gesagt hat. Wieso, was hat er gesagt? Hat er dir keinen Mut gemacht? Doch, nicht wirklich. Er hat von irgendwelchen Risiken gesprochen. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie die aussehen. Aber du willst doch wieder sehen, oder? Natürlich will ich das, aber... Ja, hör mal, Professor Meixner ist einer der besten Ärzte. Für ihn ist so ein Eingriff Routine. Aber für mich nicht, Alexander. Ich weiß. Was willst du denn eigentlich hier? Warum stehst du hier rum und du kümmerst dich um mich? Ich bin dein... Ja, du bist mein Ex. Und du hast mich abserviert. Also, warum bemühst du dich noch immer um mich? Das ist in so einer Situation selbstverständlich, Katharina. Lass mich allein. Die Ärzte haben gesagt, ich soll mich nicht aufregen, aber du... Du regst mich auf. Und bitte, erspar dir jede weitere Mühe. Ob ich operiert werden will oder nicht, das ist ganz allein meine Sache. Merkt ihr das, ja?
Katharina zieht wieder in den Fürstenhof, ja? Ja. Darf sie denn schon wieder aus der Klinik? Die entlässt sich selbst, auf eigenes Risiko. Gibt es denn keine andere Lösung? Muss sie hier wohnen? Katharina braucht jetzt erstmal Zeit. Sie braucht Zeit, um zu entscheiden, ob sie sich operieren lassen will. Und da haben wir gedacht, das Beste ist, sie hat Leute um sich die ganze Zeit. Ja, natürlich. Entschuldige bitte. Das war nicht meine Idee. Inge hat mich darum gebeten. Sie sagt, sie wisse nicht, ob sie es alleine schafft, Katharina von der Notwendigkeit der Operation zu überzeugen. Ich verstehe schon, dass sie hier bleiben will, im Fürstenhof. Ist ja sozusagen ihr zweites Zuhause. Ja. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Naja, wir werden uns alle bemühen, sie von der richtigen Entscheidung zu überzeugen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Zumindest sagt das Inge so. Was ist? Habt ihr euch gestritten, oder was? Na komm, los. Erzähl. Komm her. Katharina könnte vielleicht wieder sehen, wenn sie sich operieren lassen würde. Hey, das ist so eine super Nachricht. Oh, kommt dir so eine schlechte? Sie kann sich nicht zu der OP durchringen. Sie hat so wahnsinnige Angst. Das kann ich aber verstehen. Boah, nee. Ich würde auch nicht wollen, dass mir da jemand in meinem Großrechner rumdoktert. Vorausgesetzt, sie will überhaupt was finden. Bis sie sich entschieden hat, wohnt sie hier im Fürstenhof. Oh. Das sind ja schon zwei schlechte Nachrichten. Die arme Katharina. Überleg dir das mal. Vor ein paar Tagen wollte sie noch heiraten. Jetzt hat sie fast alles verloren. Ich würde auch nicht so ein Risiko eingehen. Das ist auch krass. Weißt du, was ich mich frage? Wenn sie sich jetzt operieren lässt, ja? Glaubst du, sie verlässt den Fürstenhof danach? Ja, ich glaube schon. Wenn mir sowas passieren würde. Wenn sich mein Leben plötzlich durch so einen Unfall von einem auf den anderen Tag total umkrempeln würde. Bitte denk dir nicht drüber nach. Wenn sowas passiert, dann passiert's eben. Bringt doch nicht die vor, verrückt zu machen. Und das alles wegen mir. Weil ich hierher gekommen bin und alles durcheinander gewirbelt habe. Nee, das werde ich nicht erlauben. Weißt du was? Wenn du dich zerfleischen willst, dann gehst du schön in den Wald, weil da muss ich nicht aufputzen. Tanja, entschuldige, dass du das jetzt alles so abkriegst. Ja. Ich kann im Moment einfach nicht anders. Und Süß, ich verstehe dich doch. Du darfst dich davon nicht auffressen lassen. Was mache ich denn, wenn sie sich nicht operieren lässt? Wenn sie für immer blind bleibt? Ach, Papalapap, das wird sie schon nicht. So eine kluge Frau. Die braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Wenn sie den Schock überwunden hat, dann wird sie sich operieren lassen und dann den Fürstenhof für immer verlassen. Wenn ich das nur glauben könnte. Katharina, bist du schon da? Wie geht es dir? Weiß deine Mutter schon Bescheid? Grüß dich, Charlotte. Nein, ich habe Mama noch nicht Bescheid gesagt. Ich muss erst mal ankommen. Ja, geht's etwas besser? Hallo, Werner. Es geht. Es fühlt sich gut an, in einer vertrauten Umgebung zu sein. Du bist uns herzlich willkommen. Ich hoffe, ich bin keine Belastung für euch. Genau genommen gehöre ich ja nicht mal zur Familie. Ach, nun red doch keinen Unsinn, Katharina. Wir sind immer für dich da, Katharina. Und was dich und Alexander angeht, das ist allein eure Sache. Hier im Fürstenhof ist eine Rundumbetreuung für dich überhaupt kein Problem. Genieße den Aufenthalt bis zu deiner Operation. Das ist wirklich sehr großzügig von euch. Ich muss euch warnen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich mich unter das Messer legen will. Das wird sich finden. Und jetzt entspann dich erstmal in Ruhe, hm? Gerne. Und bitte macht euch keine Sorgen um die Zukunft. Es wird sich eine Lösung finden, ja? Finger weg, du wirst zu dick.
Das muss meine Sorge sein. Wir sind für Katharina. Für Frau Seifelds Idee. Ach so. Ich habe Katharina vorhin gesehen. Ich glaube, ihr geht's überhaupt nicht gut. Es tut mir so leid. Laura, Mitleid, das ist eine Sache, ja. Aber du musst endlich aufhören, dich für sie verantwortlich zu fühlen. Nach allem, was sie wegen ihr durchgemacht hat. Hm? Du hast einfach ein so großes Herz. Nein. Das, was Katharina jetzt durchmacht, das ist furchtbar. Das ist schlimmer als alles, was ich mir vorstellen kann. Ja, da hast du auch wieder recht. Wenigstens kann ich ihr mit meinem Konfekt eine Freude machen. Das weiß ich seit der Verlobungsfeier. Meine Güte, was seitdem alles passiert ist. Krass, oder? Mehr als in unserer ganzen Teenie-Zeit. Schlimm, sage ich dir. Schlimm. Das hat sogar meinen Alfons mitgenommen und der hat schon viel gesehen. Aber sowas wie die Katharina. Probieren Sie mal. Die sieht aus wie ein Schatten ihrer selbst. Probieren Sie. Mmh. Himmlisch. Nicht noch mehr Honig vielleicht? Nein. Du bist ein süßes Genie. Ganz passabel. Passabel. Sagen Sie mal, fällt Ihnen die Nase aus dem Gesicht, wenn Sie mal jemanden loben? Diese Soße ist göttlich. Sie ist das Beste, was ich Zeit meines Lebens an Vanillesoße gekostet habe. Wenn ich bei allem, was Sie göttlich finden, auf die Knie fallen würde, müsste ich meine Herdplatte auf dem Boden montieren, damit ich überhaupt noch arbeiten kann. Das würde ich gerne mal sehen. Aber Sie würden sich nichts vergeben, wenn Sie endlich mal anerkennen würden, dass eine Meisterin Ihre Süßspeisen kreiert. Mir reicht es vollkommen, wenn sie gut kocht. Und das mit der Meisterin werden wir gleich sehen. Hier, Frau Meisterin, unter N wie Nachspeise finden Sie Ihre heutige Aufgabe. Rosenflan. Was soll denn das sein, um Gottes Willen? Fragen Sie Ihre Meisterin. Entschuldigen Sie bitte, aber Rosenflan habe ich noch nie gehört. Haben Sie das auf der Meisterschule nicht gelernt? Also wie lange wollen Sie denn darauf noch rumhacken? Solange, bis der Rosenflan auf dem Tisch steht. Ich weiß aber wirklich nicht, wie das geht. Dann finden Sie es raus, sonst haben Sie ein Problem. Was machst du denn jetzt, um Himmels Willen? Sie wissen doch, ich liebe Herausforderungen. Und jetzt widme ich mich erstmal dieser hier. Bring das Konfekt zu Katharina. Laura, was ist denn los mit dir? Nichts, Marie. Das kannst du mir nicht erzählen. Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Ja, so fühle ich mich auch. Erzähl schon, was ist passiert? Ich war gerade bei Katharina oben und habe ihr Pralinen gebracht. Sie ist bestimmt am Boden zerstört. Ich dachte, mich zerreißt. Ja, es tut schrecklich weh, jemanden derartig leiden zu sehen. Vor allem, weil man nichts tun kann. Man ist ja völlig ohnmächtig. Schon merkwürdig. Erst verliere ich mein Baby und dann erblendet Katharina. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe das Gefühl, es liegt eine Art Fluch über Frauen, die mit einem Saalfeld liiert sind.